Ja, und ich schalte jetzt zu dem Boden, auf den Matthias Maurer jetzt bald erwartet wird, zu Michael Krohns auf den Köln-Bonner Flughafen. Michael, der Astronaut wird ja dort gleich eintreffen. Wie wird es denn wohl sein, dann wieder auf dem Boden zu sein nach einem halben Jahr Schwerelosigkeit? Ziemlich ungewohnt. Wir können ihn natürlich jetzt nicht fragen. Wir haben ja die Mission ein halbes Jahr begleitet mit ganz vielen Sendungen und haben ihn auch vor dem Start in Florida begleitet vor einem halben Jahr. Aber die Astronauten kommen zurück und die schätzen plötzlich Dinge wie letztes Mal Alexander Gerst, als er zurückkam, der sagte, dieser Regen ist ja großartig und dieser Geruch ist ja großartig. Das gibt's eben auf der ISS nicht. Und das ist für jemanden, der nur hier unten ist, wie wir alle, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber die Astronauten finden das ganz großartig, wieder das zu erleben, was hier unten ist, nämlich das ganz normale Leben auf der Erde. Und bei mir ist Josef Aschbacher, der Chef der ESA, den ich sehr herzlich begrüße. Herr Aschbacher, das ist eine wirklich erfolgreiche Mission gewesen. Jetzt gibt es immer Leute, die sagen, warum brauchen wir denn diese Raumfahrt eigentlich? Da gibt es zum Beispiel Betonexperimente. Das brauchen wir. Ja, also die Mission von Matthias war wirklich äußerst erfolgreich und auch die Astronauten sind ja alles unheimlich begabte Leute. Und Matthias ist nicht nur begabt, sondern auch sehr nett und ein sehr gutes Mitglied des Teams in der Raumstation gewesen. Warum braucht man das? Man braucht das, um wirklich Experimente durchzuführen und Experimente, die wir brauchen, um auf der Erde zu lernen. Das ist für die Nachhaltigkeit wichtig, für die Nutzung von Wasser, auch für die Klimaforschung, auch für die Medizin, für sehr viele Anwendungen. Und Matthias hat sehr viele Experimente durchgeführt und muss sagen, das Wissen, das er mitbringt, aber auch die Daten, die er gewonnen hat auf der Raumstation, sind unheimlich wertvoll für uns alle. Sie sind selber Wissenschaftler und Matthias Maurer ist ja Materialwissenschaftler. Da kam ihm dieses Betonexperiment natürlich auch ganz gut zu Pass. Wir haben aber eine ganz, ganz große politische Dimension und wir haben in den letzten Jahren immer ein bisschen euphorisch gesagt, Mensch, ist das nicht toll, dass alle da oben zusammenarbeiten, wenn es auch auf der Erde nicht so gut funktioniert. Jetzt funktioniert es ganz schlecht im Augenblick. Es sieht richtig schlecht aus. Ist trotzdem Weltraumfahrt noch etwas, was die Menschen zusammenbringt, die Astronauten nicht zuletzt? Ja, es ist richtig und ich will wirklich auch die Gelegenheit nutzen, um meine Sympathie auch für die Ukraine und all die Bevölkerung auszusprechen. Also was hier derzeit passiert, ist wirklich erschütternd und wirklich tut uns allen weh. Das führt natürlich auch dazu, dass wir die Projekte, die wir derzeit implementiert haben, auch mit Russland, dass wir die auf Eis gelegt haben, gestoppt haben. Außer in der Raumstation, hier geht's nicht, weil hier hängen wir so voneinander ab, dass wir nicht einen Partner abkoppeln können von den anderen. Das heißt, wir brauchen einander, um ganz einfach die Sicherheit der Raumstation zu gewährleisten, der Astronauten, aber auch der Leute auf der Erdoberfläche. Weil wenn wir nicht beide zusammenarbeiten oder alle Parteien zusammenarbeiten, dann fliegt die Raumstation herunter und das kann man natürlich nicht haben. Also das heißt, wir brauchen hier wirklich alle Kräfte und wir haben hier keine Wahl, als gemeinsam hier zu arbeiten. Und das funktioniert im täglichen Bereich und täglichen Leben eigentlich sehr gut. Und das funktioniert ja nicht nur auf der ISS, sondern auch im gesamten Weltbereich der Raumfahrt. Überall sind die Nationen zusammen bei der Arbeit. Schmerzt Sie das persönlich auch, was da im Augenblick passiert? Oh, das schmerzt mich wahnsinnig. Es sind auch wichtige Entscheidungen, die wir hier treffen müssen. Und dass wir diese Kooperation, die wir über Jahrzehnte aufgebaut haben, plötzlich nicht mehr weiterführen können, gerade mit Russland, ist natürlich sehr schmerzvoll. Zum einen die Ingenieure, die 10, 15 Jahre an ExoMars zum Beispiel gearbeitet haben, um diesen Rover auf Mars zu bringen, können jetzt nicht starten. Auch die Wissenschaftler, die auf die Ergebnisse warten, die bekommen die Ergebnisse nicht, weil wir eben nicht diesen Rover auf den Mars bringen können. Wir brauchen neue Lösungen. Wir werden das schaffen. Wir werden Lösungen vorschlagen unseren Mitgliedsländern zur Entscheidung. Aber es ist natürlich sehr aufwendig und natürlich auch sehr viel persönliches Schicksal und Herzblut involviert. Und das ist natürlich etwas, was ich in meinen Leuten sehe, die sehr viel Energie investieren und plötzlich schaut alles ganz anders aus und das schmerzt. In den letzten 10, 15 Jahren hat man ja auch Sie selber, aber auch ich, wenn ich darüber berichtet habe, Russen und Amerikaner Hand in Hand, Arm in Arm gesehen bei diesen Dingen, nicht nur auf der ISS, sondern auch am Boden. Das sind persönliche Freundschaften. Das ist ja eine Tragödie, die da passiert.
Absolut, ja. Das ist wirklich eine Tragödie, dass hier die Kooperation, die technische, die wissenschaftliche Kooperation durch die großräumige Politik einfach wirklich zerworfen wird. Und das ist unschön. Und das muss ich sagen, da geht auch einiges an wissenschaftlicher Dimension verloren, an Erkenntnis verloren. Und das ist leider ein großer Schaden, der hier angerichtet wird. Herr Spacher, ganz herzlichen Dank. Und soweit vier vom militärischen Teil des Flughafens Köln-Bonn. Wir warten auf Matthias Maurer und sind gespannt.